Yo, da das glaube ich bin's, euer Rico Italia. In diesem Let's Play eine kleine Compilation von den gruseligsten und krassesten Dingen in GTA 5. Und falls ihr sehr viel Geld in GTA 5 braucht, könnt ihr auf jeden Fall in die Videoschreibung vorbeischauen oder auch in Black Ops 3 Underground Goods sind alle zur Verfügung. Und es war ja erst gestern, als ich ein Video hochgeladen habe, was eigentlich so um 3 Uhr nachts in GTA 5 passiert. Und da ist was ziemlich Interessantes passiert, was auch einigen von euch aufgefallen ist. Und dieses Ding möchte ich euch mal in diesem Video zeigen. Nämlich geht es um dieses verlassene Haus, wo auch dieses eine Mädchen von Franklin lebt. Und dort ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass da etwas ziemlich Komisches und Mysteriöses vor sich geht. Nämlich habe ich ja davon gesprochen, dass an dieser Dartscheibe zwei Messer sind. Ein linkes und ein rechtes, und man hat das ja auch deutlich gesehen, so wie es ihr auch gerade im Hintergrund seht. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ja nicht alles ganz normal. Man hat halt die zwei Messer gesehen, ein linkes, ein rechtes und in der Mitte die Dartscheibe. Als ich mich dann aber ein bisschen bewegt habe in der Ego-Perspektive, ist mir aufgefallen, dass dann auf einmal nur noch ein Messer da war. Und als ich das Video editiert habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen, erst im Nachhinein. Und es haben wirklich sehr viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass es spukt, dass da noch zwei Messer waren, wo ist das eine Messer hin? Jedoch bin ich der Meinung, dass ich aus Versehen an das Messer hingekommen bin und somit das Messer einfach runtergefallen ist. Also Leute, hier müsst ihr wirklich keine Angst haben vor Geistern oder sonstiges. Und ich bin auch der Meinung, man hat es ganz leicht gesehen, wo auch das Messer runtergefallen ist. Also haben wir diesen Mythos schnell wieder aufgedeckt, aber ich kann so viel sagen, es wäre echt ein geiles Easter Egg. Falls ihr jetzt aber die größten und wirklich unheimlichsten Mythen in GTA 5 sehen wollt, dann folgt auf jeden Fall den folgenden Hinweisen, die ich euch jetzt zeigen werde, denn das, Leute, hat es wirklich in sich. Den ersten Hinweis für unsere erste Location finden wir ganz versteckt beim Vinewood Kino. Dort steht in zerkratzter Schrift geschrieben, sie wusste zu viel und musste deswegen sterben. Doch was wusste die Frau? Und wo ist sie? Diese Frage haben sich auch sehr viele Bürger von Los Santos gestellt und haben ganz San Andreas abgesucht. Lange Zeit hatte man schon die Hoffnung aufgegeben. Nach jahrelanger Suche die Gewissheit. Die mysteriöse Frau wurde tatsächlich ermordet. Einzementiert in einem Betonblock fand man sie unter dem Meer. Ihr Mörder hinterließ kaum Spuren und er wurde nie gefasst. Menschen behaupten, sie wusste das Geheimnis von Vinewood und musste deshalb hingerichtet werden. Doch was ist das Geheimnis von Vinewood? Und warum möchte niemand darüber reden? All das werden wir in diesem Video noch herausfinden und wir werden eine plausible Lösung dafür finden. Bleiben wir weiter in Vinewood, werden wir nach kurzer Zeit eine Wandmalerei entdecken. Hat sich vielleicht irgendein Jugendlicher einen Spaß erlaubt und wollte 187 an die Wand sprayen? Ganz im Gegenteil. Dies ist der Hinweis zum schrecklichsten Serienmörder der Vereinigten Staaten, Charles Manson. Charles Manson gründete Ende der 60er Jahre eine Sekte mit 18 weiblichen Mitgliedern, The Manson Family. Sie verübten Dutzende Morde und sorgten in Los Angeles für Angst und Schrecken. Charles Manson tötete 7 Menschen und wurde zu lebenslanger Haft inhaftiert. Doch viele seiner Anhänger laufen noch frei herum, wie auch in Los Santos. Charles verabreichte seinen Anhängern so viel Drogen, dass sie schon bei der kleinsten Erschreckung tot umfielen. Begebt ihr euch nun abends zu der Location von Charles Manson in GTA 5, werdet ihr feststellen, dass dort eine nette Party stattfindet. Auf den ersten Blick scheint alles okay, doch wenn ihr diese Menschen anspricht, werden sie einfach umfallen und sie werden nie wieder sprechen. Einige Nachbarn behaupten immer wieder, dass sie Schreie von der Wohnung hören und dass dort sehr viele Menschen Suizid begehen. Haltet euch fern von Charles Mansons Wohnung. Elizabeth Short. 1940 war sie bekannt als Schwarze Dahlia. Sie wurde brutal verstückelt und hingerichtet. Aber in GTA haben wir einen ähnlichen Mordfall. Leonora Johnson. Leonora hatte immer einen Traum. Schon als Kind wollte sie an die Spitze der Stars und Sternchen. Jedoch hatte sie wenig Talent und versuchte ihr Glück bei fast jedem Filmproduzenten. Leonora bemerkte schnell, dass sie mit ihrem Aussehen mehr weiterkommt als mit ihren Talenten. Leonora Johnson gab die Hoffnung nicht auf. Leonora Johnson hatte es also nun geschafft. Sie spielte in vielen berühmten und bekannten Filmen mit. Doch sie wollte mehr. Sie wollte die bekannteste Schauspielerin von Los Santos werden. So lernte sie schnell den bekannten Filmregisseur Peter Dreyfuss kennen. Leonora wusste, dass Peter oft für seine skurrile Skandale bekannt ist. Angeblich hätte er 4 Prostituierten so viel Geld gegeben, dass sie sich gegenseitig abgeschlachtet hätten. Doch Leonora glaubte nicht an den Mythos und ging mit Peter einen fatalen Deal ein, der ihr später noch das Leben kosten würde. Sie hatte die Hauptrolle für den kommenden Film, The Lured. Dafür musste sie nur eine Nacht Peter Dreyfuss gehorchen. Der Tag kam und er endete qualvoll. Peter lockte sie in sein Apartment und kniebelte sie zu Boden. Er brach ihre Beine, zerstückelte ihre Leiche und platzierte ihre Hände dort, wo ihre Füße waren, und ihre Füße dort, wo ihre Hände waren. Aus ihrem Schenkel schnitzte er ein Stück und schrieb Ham drauf. Peter Dreyfuss wurde dafür nie belangt und streitet bis heute alles ab. Als er mit der Zerstückelung fertig war, brachte er sie auf einen Berg und vergrab sie dort, in der Hoffnung, dass es niemand wüsste. Doch ihre Seele lebt weiter.
Ihre Seele kennt das Geheimnis von Peter Dreyfus. Und ihr könnt das Geheimnis auch lüften. Wenn ihr nämlich mit Maike die 50 Briefschnipsel zusammenfindet, könnt ihr selber entscheiden, was ihr mit Peter Dreyfus anrichten werdet. Entweder könnt ihr ihn laufen lassen oder ihr könnt ihn qualvoll töten. Hey, you Peter Dreyfus? I said, are you Peter Dreyfus? Who are you? You want an autograph? No offense, but I'm not reading any screenplays. Huh? I mean, you're from the hood, right? You don't want to pick up the guns, cause like, if you pick up the guns, everybody dies. It's tragedy, pathos, tedium. I'm bored. Unless, you know, you're here to copulate. I'm here to what? People, they want to consume me. They always have. To touch the hem, you know, so to speak. And who's to hold that against them? I don't. Well, what time is it? I got a few minutes before my colonic, you know, if you want to suck me off. I wouldn't mind. Motherfucker, do I look like I'm here to suck you off? I don't know what you're here for, chum. You're like some barely credible deus ex machina sent here by random chance in order to challenge my impending divinity. Man, I don't know what the fuck you just said, but guess what? I'm here for this, chum. Hey, what's this about? Do you know her? Security? What's her name? Security, this guy's trying to rape me! Leonore Johnson. It's not what you think. The one who pants you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? I got enough motherfucking money, homie. I'm famous. Fuck you! I can do whatever I want. Those are the rules, civilian! Ob es sich wirklich gelohnt hat, für Berühmtheit zu sterben, wissen wir nicht. Jedoch wissen wir, dass auch andere berühmte Schauspieler in Vinewood sehr viel Dreck am Stecken haben. Trevor Phillips. Trevor Phillips ist oft dafür bekannt, dass er kriminelle Dinge anstellt. Er hat zum Beispiel eine Firma eröffnet, die Trevor Phillips Industry. Trevor Phillips Industry hat natürlich auch Gegner. Die O'Neill Brothers versuchten, sein illegales Unternehmen zu zerstören, doch Trevor ließ das nicht mit sich machen. Er fuhr also zu den O'Neill Brothers und tötete fast jeden einzelnen Anhänger von den O'Neill Brothers. Anschließend zerstörte er das Hauptquartier von den O'Neill Brothers. Aber hat er dort vielleicht etwas vergessen? Hat er dort vielleicht eine Familie getötet, was er vielleicht gar nicht wollte? Ein User hat nun eine schockierende Entdeckung gemacht. In dem zerstörten Haus sind deutlich Kinderschreie zu hören. Ist das vielleicht die Seele der verstorbenen Kinder, die Trevor Phillips getötet hat? Schaut euch einfach genau das Gameplay an und hört genau zu. Als ich mich dann ebenfalls zu dieser Location begeben habe, wo auch die Person das Ganze aufgenommen hat, habe ich dort leider nichts gehört. Ich habe dort weder Kinderschreie gehört, noch irgendwelche gruseligen Geräusche. Es kann durchaus sein, dass sich die Person einfach einen Spaß erlaubt hat und diese Kinderschreie mit in die Audiodatei eingefügt hat. Jedoch kann es aber auch sein, dass es einfach nur ein zufälliges Event war und dass das Ganze sehr selten ist. Ihr könnt gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Die letzte gruselige Location ist nicht mal so eine alte Location. Sie wurde erst mit der Next Gen in GTA 5 mit reingebracht. Viele von euch werden diese Location auf jeden Fall schon kennen. Um diese Mine herrschen sehr viele Gerüchte, dass es einen Geist dort geben soll und dass es dort drin spukt. Viele Spieler trauen sich gar nicht mehr in diese Mine reinzugehen, weil sie finden, es ist einfach viel zu gruselig. Aber schauen wir uns einfach mal das Gameplay an, wo anscheinend sich dieser Geist befinden soll. Ihr könnt auf jeden Fall beruhigt sein, das was ihr gerade gesehen habt, war eine Person, die ein Unsichtbarkeitsglitch verwendet hat und jemand, der ein Nachtsichtgerät verwendet hat, dazu noch einen Molotow-Cocktail und diesen Molotow-Cocktail auf diese Person im Unsichtbarkeitsglitch geworfen hat. Somit sah das Ganze so aus, als ob da ein Geist rumlaufen würde in dieser Mine und dieser angebliche Geist
hat sehr viele Spieler in Angst und Schrecken versetzt. Ihr solltet aber trotzdem aufpassen in dieser Mine, denn im Story-Modus werdet ihr vielleicht trotzdem euch ein bisschen erschrecken. Viele von euch kennen wahrscheinlich schon den Mordfall von Michael, wo man am Ziel zu dieser Mine herein muss und dort dann eine Leiche findet. Diese Leiche ist ziemlich verwest und trägt eine Filmrolle mit sich. Hat diese Leiche vielleicht etwas zu tun mit Mysterium Nummer 1? Vielleicht ist das der Mörder, der die arme Frau getötet hat. Vielleicht ist er der Mann, der für die Morde in Los Santos und Vinewood verantwortlich ist. Viele grausame Geschehnisse und Orte bleiben in GTA 5 unentdeckt. Falls ihr noch eine Folge von diesen grausamen und schrecklichen Orten in GTA 5 haben wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's mit von diesem Video. Falls euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen. Und es ist wie gesagt eine kleine Compilation von den heftigsten, grausamsten Orten in GTA 5 an sich. Um die ganzen Mythen geht's ja in diesem Video. Falls ihr aber noch sehr viel Geld in GTA 5 bildet, könnt ihr auf jeden Fall in die Videoschreibung vorbeischauen. Oder auch im Black Ops 3 Underground gibt's auf jeden Fall dort zur Verfügung. Ich würde sagen, haut's rein, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis auf jeden Fall ein bisschen netter wird. Ciao! So, das war's dann auch schon von diesem Video. Vielleicht war es ein bisschen interessant für euch. Und ich würde auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Video. Haut auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Macht's gut, macht's Beste draus. Und passt vielleicht ein bisschen besser auf, was ihr alles so um 3 Uhr nachts macht. Auch in GTA 5. Tschüss.